erinnere mich gerade mit dem Spruch an das Video von Family Guy mit dem roten Knopf. Das ist ein roter Knopf. Und wenn ich ihn drücke, dann kommt der Mitarbeiter. Drückt den Knopf. Was ist jetzt passiert? Ich bin gekommen. So. So. Das heißt, wir kriegen jetzt demnächst Zuwachs oder was? Naja. Ja, tatsächlich muss ich da nochmal was zu sagen. Ich kriege meine Videos, also wenn ich die Spende hochlade, auch immer wieder Anfragen von Leuten, die Bock haben mitzuzocken. Wir bleiben tatsächlich lieber unter uns. Nett gemeint, aber es bringt halt nichts, wenn ich dann nochmal 5 dazu hole und wir die Leute nicht, wenn die Leute nicht spielen können. Naja, unabhängig davon, selbst damit wäre die Party, auch mit 10 Leuten wäre die Party einfach zu voll. Das ist mit 5 Leuten schon schwierig, sich zu unterhalten, wenn du dann 10 hast und alle quatschen durcheinander. Ist das halt scheiße. Ja, gerade für mich jetzt zum Beispiel, ich nehme auf, ich lade die Videos bei YouTube hoch und quatsche halt komplett durcheinander und das ist einfach das übelste Chaos. Deswegen sage ich lieber. Scheiße! Kait. Ja, Kait, ja. Ich hab schon gesehen, ja. Dein Vater ist Kait. Oh Gott. Das habe ich bei euch zum Beispiel ja auch nicht. Markus kenne ich ja persönlich, aber weder Sunny noch euch beide habe ich ein Gesicht dazu. Ja, Sunny rockt das jetzt. Auf der Treppe oben ist einer. Auf Ping 2. Und Clash kommt runter. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Es bleiben noch 15 Sekunden.
10 Sekunden übrig. Es bleiben noch 5 Sekunden. Ein Gegner verbleibt. Dich mach ich fertig! Behälter nicht rechtzeitig gesichert. Mission des eigenen Trupps gescheitert. Das war ja das, was wir meinten. Das war eben Kaid. Drohne des eigenen Trupps eingesetzt. Gegner verstärken Position. Die sind, glaube ich, im gleichen Raum wieder, oder? Sie haben schon wieder Clash. Hier ist Kaid. Quatsch. Clash. Hier kommt der Adrenalinschub. Die Ressource gehört uns. Claymore-Mine ist bereit. Clash ist bereit! Ja, Clash hat mich. Wieder an dem Fenster, wo sie mich geholt hat, denkt der Kapkan-Falle. Na gut, dann ist es so. Ja, guck ich nachher. Ja. Ich kann aber hier nichts gucken, ich bin ja. Was ist, Katze? Claymore-Mine platziert. Lade nach. Okay, wer ist jetzt wer? Okay. Schön, Sunny. Nice. Es bleiben noch 15 Sekunden. 10 Sekunden. Hilfe, Verbündete. 5 Sekunden. Behälter nicht rechtzeitig gesichert. Mission des eigenen Trupps gescheitert. Ich hab was anderes gerade verstanden, was aber auch zu dem Thema mit dem Heilen passte. Ich habe jetzt verstanden, wir fummeln zu viel. Und in dem Moment fangen die an, sich zu heilen.
Ich war mal im Urlaub, waren wir auch zweimal Sushi essen. Haben wir Sushi All You Can Eat gemacht. Der Katz. Ja, wir. Ja, du kannst ja. Ja. Nee, du kannst ja dann irgendwie sechs Dinger, wir waren ja zu zweit, kannst ja sechs Dinger auswählen. Und ich glaube, nach fünf Runden waren wir beide so pappesatt. Und ich bin guter Esser. Es bleiben 5 Sekunden. Zugangssperre gelegt. Nicht in der Nähe aufhalten. Die Wand ist verstärkt. Schicke eine Granate raus. Eingang erfolgreich nicht in den Explosionen. Ja, Zugangssperre angebracht. Soll sie nur kommen. Den Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Okay. Die Wand ist sicher. Fieber sieht gut aus. Ich lade nach. Gerät scharf gemacht. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Soll ich markieren, weil ich. Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Und eingreifen. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Letzter verbleibender Gegner. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Der Gegner versucht, den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Was war? Was war denn das jetzt mit dem Botting? Was ist da jetzt? Da stand jetzt gerade 3 oder 4 Namen mit. Nee, was ist das genau? Also jetzt. Bitte auf Deutsch. Also war das jetzt quasi. Ja, das kenne ich. Ja, das. Okay. Das mit dem Drehen, das habe ich schon mal miterlebt. Das habe ich auf Clubhouse mal miterlebt. Und das waren jetzt einfach random irgendwelche Leute oder waren das jetzt welche, die bei uns gegen uns gespielt haben? Okay. Ja, ich bin gerade. Den Biogefahrgutbehälter bestehen Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Los, einfach durch. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Ein Gegner verbleibt.
alle Gegner eliminiert. Ich. Sunny hört das. Sunny hört schon das Röcheln des Gegners. Sunny ist so gut. Sunny ist so gut, die riecht den Gegner durch den Fernseher. Ja, da ist er doch, der Gegner. Ich rieche ihn doch. Razor-Granate wird eingesetzt. Ich sorge für Ablenkung. Bereite eine Schrittlinie vor. Ich setze meinen Trumpf ein. Es bleiben 10 Sekunden. Eingang präpariert. Nicht in die Explosion. Noch 5 Sekunden. Das ist nicht wahr, der hat doch. Jekyll hat aber nicht mehr allzu viel, der hat ein Viertel vielleicht noch. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Ein Gegner verbleibt. Easy! Aber ich glaube, ich habe alleine drei. Ich glaube, ich habe drei oder vier alleine mit den Kapkan-Fallen geholt. Leider kein Alpha-Pack, aber naja.